alles Gute für das Gut. Ho, 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 guten ich Morgen. Ich war bei ihr, weil ich noch meine beiden Meloni. Abholen wollte. Ja. Einer, ich würde sagen, ich ließ ein Apple in meinem als Hörgerät machte mich auf die Socken. Ist der Name ein bisschen teuer als Rundfunk- oder Fernsehgerät. Aber gemütlich. Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch von Tal und Terne. Ich habe mich hier so ein bisschen eingemuckelt. Ne? So, ach, herrlich. So eingemuckelt. Sie interessieren sich für meinen Wein. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Kaufen und dann einlagern. So ein wir haben Weihnachten 2020 und ich erdreiste möchten mir mal so ein Deal zu machen, so lässig, so einfach. Dieser Fall nahm immer Dr. Nett, Mut zurück, Dr. Scholz. Der Weinbauer führte mich in den Keller. Dann der Ed Scholzen, Schauspieler, ich habe ihn gerade noch in seinen Videoclips gesehen. Von dem Saft ja. Wir sind ja, ihr merkt, deswegen mache ich das Video, elektronisch verbunden. Wir sind Weihnachten. Ich mache ein weihnachtliches Video. Ihr seht es. Wir können uns hier unterhalten. Schmeckt ja grauenhaft. Da, mal eben gucken. Da habe ich auch schon einen Telegram. Na, mit wunderschönen Sachen. Diese Welt kommt wir reden total auf über Accessoires. Wir leben inmitten einer neuen Weltverschwörung. Und die ganze so macht ihr das sicherlich auch. Ne? Saufen. Wo bleibt denn da die Kultur? So. Die Kultur möchte also, wohl aus dem Fass. Worauf bitte? Möchte ich hinaus mit da diesem Video? Erstens das möchte ich euch jetzt nicht langweilen, also sondern einfach mal sagen, Sie nicht sofort dieses wir leben online, werde ich mich ab sofort wir sind online, für sämtliche Biersorten ihr wisst ja, ich könnte das jetzt nein, tun Sie das scharf schalten bei TikTok, ich kann ich mal eben machen. Der alte Weinbauer so, ich gehe mal eben zu TikTok. Das Fass. Rita Morell entstieg demselbigen. Sie das roch nach dem neuesten Fett. Jahrgang und war dennoch ein wenig gealtert. Ich half ihr aber ich lebte allein in dieser Traumwelt, weil er hatte seine andere Welt und hatte ich natürlich wusste, auch andere Frauen am Start. Das habe ich aber alles nicht gesehen. Dieser Kerl hat mich entführt. Das war ein kultureller Akt. Er hatte jemanden beauftragt, um mir einzugreifen und die Diskette zu klauen. Dann so, wie gesagt, wir hören uns die Probleme anderer an. Sie hat ein Problem mit ihm gehabt, der ständig andere Frauen hatte. Ihr seht, ich habe keine Probleme. Ich mache mir auch keine Probleme. Ich versuche das Beste herauszumachen. So. Meloni kann ich euch empfehlen. Und die ganze sein Hörspiel Welt hätte das Bier ist trinken, zeitlich impotent macht. Ich wollte und da sind bloß, Themen, dass die Menschen auch Virenthemen, Impotenzthemen, alles mögliche. TikTok macht mir Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Das ist die nächste Dame. Sie die wartet. Also wenn ich jetzt scharf schalte, könnt ihr nicht mehr reden, das wisst ihr ja. Wie ist das hier? Macht ihr impotent? Da kommt wohl gleich ein Zug oder so. Das ist die Weise. Es gibt zwar impotente oder man kann auch so lustige Sachen machen. Es gibt natürlich auch impotente Whisky. Wie wäre es mit einer man kann natürlich auch sowas hier. Ne? Also. Wir tranken noch ein wenig und machten uns dann auf den Weg. Ihre Wohnung war noch immer groß. Missglückter Start, kann man sich auch ansehen. Ist ja nicht so lustig. Die mir in diesem Fall abverlangt worden. So. Bis heute hat Rita Morell kein wir sind online und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt mal eben so gemacht habe. Ja, wir sind online, Ladies and Gentlemen. Merkt ihr eigentlich, worauf es hinausläuft? Wir sind jetzt in der Welt Elektronik, wir sind jetzt in der Sci-Fi-Blase 1989 und auch in diesem gewissen Film von 1976 mit Charles Heston, der dort Silent Green diese Sendung bzw. diesen Film gemacht hat. Ne? Ja, ich hoffe, euch geht's gut und dieser kleine Mini-Clip, den ich jetzt hier veröffentlicht habe, an sich bei TikTok, TikTok macht also mehr Spaß, könnte ich mal eben machen, jo. Ich mache jetzt mal hier so ein YouTube-TikTok, mal gucken. Ja, wir werden unterdrückt. Das ist so. Auf eine Art lassen wir es zu. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni, der Außerirdische.
Ich begrüße euch bei meiner Aufzeichnung. Schaut mal, ich zeichne das jetzt auf. Ich zeichne das jetzt auf. Geil, wa? Haha, live. Ja, TikTok. Ja. Leute möchten, dass ich ihre Kinder. So, ich habe euch bei meiner Aufzeichnung. Schaut mal, ich zeichne das jetzt auf. Beschütze und zeichne das jetzt auf. Nie zuvor aber wurde ich von einem angehört, der in seiner Garage so, einen Alien gefangen hielt. Doch genau das kam an diesem lauschigen Frühsommertag auf mich zu. Er ist uns vor 4 Stunden. Alle. Ein echter Außerirdischer. Woran erkennt man das durch die geschlossene Garage? Ja, mittlerweile machen wir das ja auch so, ne? Jeder hat seinen Phone. Auch zu Weihnachten haben wir es gemacht. Es wurden auch wieder Phones verschenkt. Ich habe jetzt eine ganze Schublade voller Phones. Und die werde ich demnächst im Schaufenster ausstellen. Es war einmal The Beginning and so on. Die teure lege ich natürlich nicht rein, das ist klar. Ja. Und an alle, die dann das sehen, es sind kaputte Phones. Sie sind nicht mehr in Ordnung, lohnt sich also nicht. Ja, einige zerfallen sogar. Übernehmen Sie den Auftrag. So, elektronische Zeit. Wir werden in dieser elektronischen Zeit werden wir ein bisschen vorgeführt. Das ist so. Bin nur verwundert, dass wir uns vorführen lassen. Da bin ich wirklich vor. Ich bin gespannt, was man mit uns im Jahre 2022 macht. Da bin ich wirklich tatsächlich. Wir haben keine einzige verpasst. Ja, da bin ich verwundert, was da abgeht. Ja. Eins möchte ich, dass es euch gut geht, dass ihr Spaß habt und dass wir uns vielleicht irgendwann mal treffen, selber Filme machen. Es ist alles da, nicht nur Studios, Tricktechnik, Storys. Ich schreibe schnell eine Story und verfilmt die Story. Ich habe viele Sachen von euch gesehen bei YouTube, so ist es nicht. Aber ich muss schon schmunzeln, ein YouTuber auf so einem teuren Rechner, der ist ja nicht billig, so ein Ei-Rechner, muss ich schon schmunzeln. Ich muss schon schmunzeln. Ja. So, ich begrüße euch noch einmal und ich wünsche euch einen super Start in das Jahr 2022. Ihr seht, man kann es sich gemütlich machen. You got was machen Sie? Meloni ist mein Name. Ja? Ich komme vom Planeten der Affen und möchte eine Bananenplantage aufbauen. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bedanke mich bei all meinen Kunden, die da gewesen sind. ZA, Ultra D, WebTV, Sondersender Nordrhein-Westfalen. Und schauen wir mal, was mir so alles einfallen wird an neue Clips. Den habe ich jetzt gerade gemacht. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Den ich jetzt richtig schön genießen werde.